Mission Vitamin D heute für euch mit einem kurzen Bericht von dem Vitamin D-Symposium in Bad Homburg 2019. Dies ist der einzige Bericht auf Deutsch und der wird auch für unsere Kollegen in Englisch untertitelt, sodass ihr den fleißig teilen und liken könnt. Und ich freue mich natürlich auch ganz wahnsinnig über eure Kommentare. Verbreitet den Bericht und seid mit dabei. Ich nehme euch jetzt mit auf die Reise. Hier kommt Bad Homburg. Verehrte Gäste, der einzige Vitamin D-Kongress in Deutschland. Als Vitamin D-Beraterin im Vitamin D-Service haben wir häufig das Gefühl, mit dem Wort Vitamin D alleine im Raum zu stehen. Das möchten wir ändern. Ich möchte heute keinen Vortrag über Vitamin D halten, denn vom 5. bis zum 7. Juni 2019 tagte in Homburg an der Saar in Deutschland im Schlossberg Hotel das Joint International Symposium Vitamin D in Prevention and Therapy and Biological Effects of Light. Unter dem Motto Wissen schafft Gesundheit treffen sich seit rund 20 Jahren deutsche Wissenschaftler mit internationalen Kapazitäten zum Austausch über das Sonnenhormon Vitamin D. Namhafte Professoren der Universität des Saarlandes, der Boston University, dem Boston Medical Center und Helios luden zum wiederkehrenden Event ein. Klein, fein, familiär. Mission Vitamin D aus Berlin folgte einer freundlichen Einladung von Professor Jörg Reichrath und fuhr für euch hin. Begrüßt von einer durch eintreffende Teilnehmer am Vitamin D-Symposium immer größer werdenden Abendrunde wurden wir gleichermaßen unbekannt wie offen und freundlich empfangen. Auch ein paar alte Bekannte trafen wir sogleich. Die Welt ist klein und Menschen erkennen sich. Jörg Spitz winkte uns freundlich herüber. Jedoch die überwiegende Mehrzahl der Deutschen kannten wir zunächst fast alle nicht. In der Früh des Folgetages ging es los. Jede Menge Vitamin D-Wissen aus Westeuropa und USA in drei volle lange Konferenztage gepackt. Viele wussten vieles zu berichten, mancherlei war neu oder sehr spezifisch. Konferenzsprache, wie immer, Englisch. Die Sprecher gaben ihr Wissen und ihre Meinung preis. Allemal spannend und faszinierend kontrovers an so manch einem Punkt und immer höchst neugierig von den Kollegen hinterfragt. Was war gut? Gut war die besondere Stimmung im Saal, der faszinierende Sog des gemeinsamen Lernens, der entsteht, wenn in der Tiefe des Seins kein Widerspruch mehr erscheint. Bis zuletzt hat man den Sprechern lauschen können, was schon mal für rote Ohren gesorgt hat. Bis zuletzt ist nur der verschwunden, den nichts mehr hielt. Gut war die Erkenntnis, dass Dummes auch ganz schnell in die Grube versenkt wird, in die es gehört, wenn sich alle einig sind. Überhaupt war das eine besondere Erfahrung, das spürbare Knistern eines zum Bersten überladenen Mentalfeldes einer großen Gruppe aufgeklärter Menschen gegenüber einer widersprüchlichen Einzelaussage, die befremdlich und kalt im Raum steht. Friedlich fand die Szene schnell ihre Entladung in einer der darauffolgenden Kaffeepausen, die immer wieder zu hochkarätigen Gesprächen untereinander einluden. Natürlich war hier in den Pausen der Preventis Vitamin D-Test ein großes Thema und nach 3 Tagen wusste jeder von jedem den Vitamin D-Wert.
zumindest jeder seinen eigenen Blutwert. Mit allem Wenn und Aber. Zum Präventistest berichte ich in einem anderen Blog kritisch. Gut war auch, dass die konservativen deutschen Vitamin-D-Empfehler nun endlich verstehen können, dass der eigene Wert mit 11 Nanogramm je Milliliter oder 20 Apis eben nicht reicht, um ein dauerhaft gesundes Leben zu führen. Gerade wenn man den täglichen Vitamin-D-Bedarf mit dem Körpergewicht und der Vitamin-D-Supplementierung in Einklang bringen möchte. Schwer ist das ja nicht. Etliche Probanden mit mehr als 100 Nanogramm je Milliliter wurden auch geoutet. Sicher, wir drei Vitamin-D-Berater waren dabei. Und ein paar wenige auffällig fitte und gut aussehende ältere Herren, die offenbar selbst Spitzenprävention betreiben. Immerhin ist spätestens seit den internationalen Vitamin-D-Treffen Warschau 2017 und Barcelona 2018 eins ganz klar. Es gibt zwei Vitamin-D-Blutwerte, an denen international nicht mehr herumgewundert wird. Unterhalb von 12 Nanogramm besteht akute Lebensgefahr. Oberhalb 30 Nanogramm je Milliliter hat der menschliche Organismus überhaupt erst eine Chance auf Homöostase. Spannend zu erkennen, dass in dieser Runde von Vitamin-D-Berufenen niemand über die wichtigen Kofaktoren spricht. Gut ist, dass während dieser unglaublich positiven Lernatmosphäre alle möglichen Informationen ihre Adresse erreichen, auch die, welche nicht im Programmheft stehen. Gut war auch zu hören, dass man in diesen Kreisen noch nicht viel vom bekannten Vitamin-D-Service der deutschen Graswurzelbewegung für Vitamin D gehört hat. Ebenso nicht von Raimund von Helden. Gut ist, dass wir das ja wirklich sehr leicht ändern können, und so taten wir uns in Homburg öffentlich kund. Nun kannte man uns. Wenn ich vorstellen darf, wir drei hier im Bilde sind Vitamin-D-Berater beim Vitamin-D-Service um Dr. Raimund von Helden. Carsten Ott legt bald seine Heilpraktikerprüfung ab und tritt in seiner Großmutters Fußstapfen, die einst eine sehr erfolgreiche Heilpraktikerin in Mülheim war. Gabriele Rentel-Wassmann überzeugt als PTA in ihrer Apotheke zum Stift in Berlin-Mariendorf, und Oda Meubrink verbindet als Heilpraktikerin auf natürliche Weise und erreicht viele Menschen auf einmal sowohl als YouTuberin als auch direkt bei ihren erfrischenden Vitamin-D-Vorträgen. Empfohlen von Mission Vitamin D, besonders für betriebliches Gesundheitsmanagement in Berlin. Nach diesem kurzen Werbeblock hier unsere Hits. Sonne heilt Hautkrebs. Das Thema durchzog mehrere Präsentationen. Verwirrend und scheinbar widersprechend bleibt es. Und kontrovers. Jörg Reichrath ruft zur Klärung vieler offener Fragen auf und lädt ein zur offenen Debatte. Wir lernten, Psoriasis mit UVB zu therapieren und wie falsch angewendete Sunblocker uns krank machen können. Ganz großartig war die 9-Minute-Vitamin-D-Challenge von NVAP, dazu gleich mehr. Moderates Solarium benutzen kann sinnvoll sein, wobei im Saal niemand sagen konnte, was genau moderat in diesem Zusammenhang bedeutet. Und mein persönlicher Hit kam in Michael Hollicks Schlussrede zum Licht. Sichtbares Sonnenlicht scheint direkt ins Blut. Grüße an Fritz Albert Popp. Besonders erwähnenswert erscheint uns in unserem Bericht zum Deutschen Vitamin D-Symposium 2019 die 9-Minute Vitamin D-Challenge, die NRWEB von der
University of Manchester in UK ersann. Sie stellte die Idee vor, die britische Volksgesundheit zu schützen und zu unterstützen, indem ein jeder Mensch zwischen März und September mittags 9 Minuten in der Sonne sein sollte. Der Grund sind volkswirtschaftlich explodierende Kosten bei Vitamin-D-Mangel bedingten Erkrankungen und der Wiederverbreitung der kindlichen Rachitis, oft mit tödlichem Ausgang. Folgt man N-Web, wäre es gut, etwas Haut zu zeigen. Jedoch sollten laut Web ungeschützte Gesichtshaut und Hände reichen, um mit Vitamin-D-Basis versorgt zu sein. Sie argumentiert, wenn nur jeder Mensch entsprechend seinem Hauttyp durchschnittlich 9 Minuten täglich um die Mittagszeit natürliche Sonne abbekäme, wäre die Welt eine andere, eine bessere, zumindest auf den britischen Inseln und zumindest rein statistisch. Happy Brexit. Also nochmal, die Herausforderung besteht darin, das jeden Tag zu tun, jeden einzelnen Tag, jeden Tag. Wie der bekannte Friedensforscher Daniele Ganser aus der Schweiz ein ganzes Jahr lang jeden Tag nur kaltes Wasser zum Waschen benutzt hat. Eben eine echte Herausforderung. Danke, Anne, für die wichtige Forschungsarbeit im Hintergrund. Möge die Challenge gelingen. Ich habe es heute im Berliner Sommer wieder nicht geschafft, weil ich ja für euch den Film produziere. Ihr seht, es ist eine Herausforderung und das bleibt es scheinbar in diesen Tagen. Nehme ich also heute Abend 10.000 Einheiten Vitamin D aus der Flasche. Natürlich mit Kofaktoren. Wir Vitamin D-Berater konnten erstmals dieser Veranstaltung beiwohnen, lernen und mit unseren eigenen hohen Vitamin D-Spiegel ein wandelndes Beispiel geben. Dafür sagen wir noch einmal Danke an die Macher Jörg Reichrath und Thomas Vogt und ihr fabelhaftes Schattenteam. Danke an alle, denn wer will denn schon krank sein, bloß weil sein Vitamin-D-Spiegel zu niedrig ist? Veränderung fängt immer bei mir selbst an. Und es ist doch so leicht.